Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Zero in dem vermutlich schäbigsten Herrenhaus, das die Welt je gesehen hat. Behaupte ich jetzt einfach. Also an sich ist ja hier ganz schön, ist ja sehr, ist ein bisschen sehr pompös, ist jetzt nicht so mein Geschmack. Aber da gibt es halt dieses Problem mit den Zombies und Forschungseinrichtungen und die da oben. Und das ist natürlich ein klitzekleines Problem. Aber damit wollen wir uns nicht länger aufhalten. Wir haben nämlich in der letzten Folge einen riesen Tausendfüßler besiegt. Das klingt so absurd, wenn man da den Kontext nicht so hat. Und haben dadurch den Feuerschlüssel gefunden. So, wir haben in der letzten Folge auch schon die erste Tür aufgeschlossen. Und ich glaube, und mit Glaube meine ich mit absoluter Gewissheit, gehen wir da jetzt hin. Denn bevor ich zu der anderen Tür gehe, da kommt nämlich der Salatzombie. Und der Salatzombie ist halt echt... Das ist ein anstrengender Zeitgenosse. Und ich würde das gerne so lange wie möglich vermeiden. Deswegen gucken wir einfach erstmal in den Raum, den wir schon... Hier lag doch mal ein Zombie. Na gut. Okay, wir wagen einen Blick. Ich hoffe einfach, dass... Egal, wir lassen uns überraschen. Oh. Das klassische Detektivgeräusch. Dieses Foto zeigt einen ältlichen... Ältlich? Gibt es das so tatsächlich? Einen älteren Herrn? Einen ältlichen Herrn? Die Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Da kommt direkt Rebeccas OCD raus. Wenn das hier nicht nach Farben sortiert ist, dann mache ich nicht mit. So, hier können wir nichts krapschen. Hier liegt doch ein Zettel. Na gut, der ist aber nicht für uns. Hier muss auch mehr sein. Ein Foto von einem Rohbau. Auf dem Foto sieht man ein kuppelförmiges Dach. Moment mal. Das ist kein kuppelförmiges Dach. Da sieht man... Ah, ich sehe es auf dem Kontrollmonitor besser. Das sind so Statuen, so... Hä? Was redet die Frau? Was hier? Achso, den Bau einer Brücke. Ja, gut. Aha, guck mal, was haben wir denn hier? Schibi... Oh. Okay. Warte mal. Wie? Oh, wir nehmen das erstmal mit auf jeden Fall. Das ist gut. Befürchte auch, das wird noch wichtig werden. Ja, Rebecca ist ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, ein Treffer kann sie noch abhaben, bevor wir... Ich will das immer maximieren, so ein Healthpack. So, Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei Gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. Moment mal. Albert Wesker? 25. September. Will, der Denker, Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. Heißt der überhaupt Albert Wesker? Man sagt immer nur Wesker. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Markus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's, Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Das ist ja interessant, aber es würde ja eigentlich keinen Sinn machen, dass das Wesker ist, oder? Ich meine, Kriegen wir den da reingeschoben? Ach, verdammt, habe ich den jetzt hier... Oh, da ist noch Pistolenmunition. Komm, Rebecca, die kannst du dir mal snacken. Sehr schön. Müssen wir den Raum jetzt einmal resetten? Ich befürchte es fast, ne? Ja, scheiße. Ich habe es ein bisschen zu weit geschoben, den Tisch. Aber nun gut. Magisches Raum resetten. Bitte kein Zombie jetzt im Gang. Danke. Sehr zuvorkommend. So mag ich das. So gefällt mir das. Dass sich die beiden nicht wundern. Warte mal, den Tisch haben wir doch eben weggeschoben. So, und jetzt vorsichtig. Aber Moment mal. Ich muss den... Ja, warte, ich schiebe ihn jetzt noch einen weiter. Das reicht? Nee, das reicht nicht. Da passe ich nicht durch.
Kann ich drauf klettern? Aha! Okay, da muss man einfach noch die Interaktionstaste drücken. Billy, da stehst du jetzt wirklich denkbar ungünstig. Ach egal, komm, ich drück mal hier. Das ist ein Schalter. Umlegen. Ja, bitte. Na gut, na gut. So, sorry, kurze taktische Pause. Ey, da oben glitzert etwas. Wie komme ich da dran? Muss ich da hochschießen? Muss ich da jetzt meine kostbare Munition für ausgeben? Ich befürchte es, ne? Mal gucken. Einen Schuss können wir ja abgeben. Dann wird schon irgendwie. Toll. Habe ich einen Fehler gemacht? Stand ich nicht richtig oder? Denke ich das falsch? Ach, warte. Ich kann doch hier. Sekunde mal. Billy, du kannst mal kurz den Tisch noch ein Eckchen nach vorne schieben. Ja, so. Dann kann Rebecca da einmal drauf. Pass mal hier hinter. Sehr gut. So, mal schauen. Vielleicht passt das ja. Ja, lass mal gucken. Na, hör mal. Na also. Das ist doch hier perfekt, makellos, genau richtig. Billy, geh du da mal drauf. Du bist ein bisschen größer. Wenn das jetzt die Lösung ist. Also mit der Flinte werde ich da nicht drauf schießen. Oder, steht's noch nicht ganz richtig. Warte mal, wir... Mal kurz zu Billy wechseln. Ich will das jetzt haben. Ich habe das Gefühl, es muss vielleicht noch ein Eck näher ran. Ich glaube, da ist noch ein bisschen... Sekunde mal. Let's split up. Okay. Genau, wir splitten uns einmal ab. So, Billy, du gehst mal hier rüber. Das ist hier mal kurze Rätselphase. Schieben den Bums... Nochmal bis ans Ende. Dann kann Billy den nochmal... Ich glaube, der kann noch eine Ecke weiter rein. Aber halt auch nicht so viel, dass wir ihn gar nicht mehr nach links schieben können. Ja, so ist gut. So, einmal drüber kraxeln. Das muss es doch jetzt sein. Also wenn es das nicht ist, dann... fange ich aber an... Weiß ich, wohin ich mit dem Satz möchte. Ich habe ihn angefangen, ich wusste noch nicht so richtig, wohin. Darum erst nachdenken, bevor man redet. Nein, nicht schieben, draufklettern. Ja, genau so ist gut. So, jetzt einen Schritt näher ran. Aha, aha, was ist das? Hier scheint etwas zu sein. Toll, dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen. Okay, Billy, dann mach du das mal. Let's go. Okay. So, Billy, einmal drauf. Was haben wir? Ja, hier scheint etwas zu sein. Er auch nicht? Was hat er denn? Hä? Was haben die denn? Das ist ja blöd. Das ist jetzt ein ziemlicher Overheal, aber... Was muss, das muss. Ich will jetzt hier nicht noch irgendwas zurücklassen. Wir haben so... Nun gut, wir hätten auch die ganze Zeit daran vorbei. Ich habe das irgendwie als so einen schmalen Teil, so einen schmalen Gang gelesen. Naja, passiert. So eine Eisennadel. Zeig mal her den Bums. Schon eine schöne. Das ist der Uhrzeiger, also der Minutenzeiger. Hehe, gut. Gut. Damit haben wir schon mal. Damit haben wir doch was, wo wir hingehen. Ich würde sagen, wir gehen einmal zurück in den Hauptraum. Oh, passiert jetzt was im Flur? Haben wir irgendwas getriggert? Oh, bestimmt haben wir irgendwas getriggert. Okay, bisher ist noch ruhig. Okay. Diese feste Kamera, ne? Treibt einen in den Wahnsinn. Also, wir gehen jetzt mal kurz zurück ins Atrium. Und schauen uns die
Uhrtür an. Da ist ja eine Tür, wo oben drüber eine Uhr ist. Und da ist irgendeine Uhrzeit drin. Und die müssen wir ja wahrscheinlich einstellen im Uhrenraum. So, die Frage, wo? Warte mal, können wir doch ganz einfach herausfinden. Ah ja, da rechts rum. Okay. Hey, aus dem Weg, Billy. So. Ist das die hier? Nee, da können wir... Oh, verdammt. Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Ah, okay. Ich war kurz verwundert. Die Musik klang so spannend. So, als ob da was wäre. Aber das war ja der untere Raum vom... Ich will immer Skorpionraum sagen. Das ist kein Skorpion, das ist ein Tausendfüßler. So. Oh Gott, das ist doch auch um Himmels Willen. Wir sollen da die Uhrzeit drauflesen. Die Tür ist verschlossen. Was? Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Ja, gut, also. Okay, vielleicht brauchen wir auch nicht die spezifische Uhrzeit. Wir bringen den Minutenzeiger mal kurz weg. Wo musste ich denn dafür nochmal hin? Ja, genau. Wenn wir durch den Raum mit dem Tausendfüßler gehen, dann draußen einmal über die Terrasse. Und dann müssten wir, wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir im Uhrenraum sein. Da waren ja auch die zwei Ekelinsekten am Anfang, nachdem wir mit dem Aufzug hochgefahren sind. Ich erinnere mich. Klar, natürlich ist der inzwischen weg, nur logisch. Warte mal, können wir... Ach, da können wir auch nicht mehr runter. Ich hätte sonst gerne mal geguckt in diesem Gatter, wo der rausgekrabbelt ist, ob man da vielleicht irgendwas ich noch hätte snacken können. Keine Ahnung, Raketenwerfer ist ja ein gern gesehenes Gadget in den Resident Evil Spielen. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, im ersten Resident Evil und in Resident Evil Zero... Also ich meine, ich weiß es in Zero nicht, aber es fühlt sich nicht so an, als ob es hier einen Raketenwerfer gäbe irgendwann. Aber es ist ja dann so in 2, in Teil 3, in Teil 4, da kommt ja immer von irgendwo ein Raketenwerfer her. So. Ah, ich weiß es, ja, natürlich. Klar, so. Ja, das war, das ist easy. Wir setzen den einmal rein. Genau. Ach du meine Güte, das ist ja super umständlich. Ich gucke das mal kurz nach. Wir haben nämlich eine Notiz gefunden. Akten wahrscheinlich. Eine Akte haben wir gefunden für... für eine Uhrzeit. Nee. Ja, genau. So, 8.15 Uhr. Wunderbar. Ich dachte nämlich, so, es ist nämlich nicht der Code 0815, sondern es ist einfach Viertel nach 8, Primetime. Zeiger bewegen. So, das heißt, Minutenzeiger einmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. So, jetzt den Stundenzeiger. Einmal nach links. Ja, was habt ihr heute noch so vor? So, Viertel nach 8. Und das ist Viertel nach 8. Das ist nicht, wir machen jetzt hier nichts irgendwas mit, was es da gibt mit diesem Viertel 8 und Dreiviertel irgendwas. Aber warte mal, Sekunde. Doch alles richtig. Können wir dann einfach jetzt durch die Tür durch, durch die Uhrtür? Es ist Viertel nach 8. Na gut. Kein Belohnungsgeräusch. Okay, gut. Keine Endorphine für mich heute. Naja. Was muss, das muss. Ich hoffe einfach nur, dass... Ich habe ja immer ein bisschen länger geladen, als müsste er da ein paar Gegner
Ein paar Gegner laden. Ich habe immer diese Grundangst in Resident Evil, das oder in so ziemlich jedem Game, wo es auch einen Gegnertyp gibt, wo es nicht nur Rätseln ist, dass sobald du ein Rätsel abgeschlossen hast, triggerst du irgendwas, sobald du was einsammelst. Ne, wie hier auch mit dem Feuerschlüssel. Den haben wir eingesammelt und zack, kommt der Tausendfüßler, der Eklige. So, das müsste die richtige Tür sein. Und dann einfach rechts, oder? Ja, wunderbar. So, und... Oh. Hm? Was ist... Habe ich was falsch gemacht mit der Uhr? Also es hat halt auch nicht dieses Belohnungsgeräusch gegeben. Ihr kennt das ja. Wenn er im Mathe-Test, wenn er da irgendwie die Aufgabe geschafft hat, dann habt ihr im ganzen Klassenraum. Düdüm. Aber dann. Viertel nach acht? Das müsste doch eigentlich alles stimmen. Das wäre mir sehr, sehr unangenehm, wenn ich auf der Uhr jetzt die falsche Uhrzeit eingestellt habe. Minutenzeiger, Stundenzeiger. Der Minutenzeiger ist der große Zeiger und der Stundenzeiger ist der kleine Zeiger. Ich kann die ja eh nicht unabhängig, also ich kann sie unabhängig voneinander bewegen, aber das... Ich wähle ja einfach Stundenzeiger und dann sagt das Spiel hier, das ist der Zeiger. Ich komme vor wie so ein... Weiß ich nicht, wann lernt man die Uhr zu lesen? Auf jeden Fall komme ich mir vor, als wäre ich wieder in dem Alter und ich habe keine Ahnung. Kann auch so schwer nicht sein. Fehlt da vielleicht noch ein Zahnrad auch? Warte mal, das ist Viertel nach acht. Kann mir keiner was erzählen. Alter. Aber das war zumindest mal ein bisschen Feedback. Dass man da noch auf OK drücken muss. Egal. Wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Ach ne, das ist der Brunnen. Oh mein Gott. Man wird hier so paranoid. Ach guck mal, da oben sieht man ja auch die Uhr ganz gut. Das ist allerdings nicht Viertel nach acht, ne? Das ist 10 nach 11. Ich sag ja nur. Ich kann die Uhr lesen. Wahrscheinlich war das irgendeine andere Uhrzeit. Oh Gott, ey, man ist so... diese Angst, irgendwas richtig Dummes zu sagen. Aber das ist in über 1000 Videos garantiert schon passiert. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Da wird eine Menge Quatsch dabei gewesen sein. Wo war denn eigentlich die erste Tür, die wir gesehen haben, die sich öffnet? Also die im Atrium ist klar. Warte mal, wir gucken mal auf die Karte. Wo soll das denn gewesen sein? Okay, die ist jetzt auch gelb. Ist irgendeine Tür, die wir als... Warte mal, was ist denn... Wo ist das? Das ist der Raum, wo wir gegen den Tausendfüßler gekämpft haben. Ah ja, und da ist das, der Kreis unten, ist der kleine Brunnen, wo wir eben durch sind. Wo ist... Na gut. Ist jetzt gerade nicht so wichtig. Wir gehen hier mal rein. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich wird jetzt die Hölle über uns hereinbrechen. Natürlich. Ist das ein Salatzombie? Ich warte einfach. Ah, da kommt er. Nein, du musst doch ihn. Um Himmels Willen. So, haben wir alle. Gute Flintenmunition. So, lass uns erstmal lesen. Das ist ganz wichtig. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne
regiert alles. Hier hat sich nichts gereimt. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Dramatische Pause. Was war das denn? Okay, Moment, wir lesen das jetzt nochmal. Gott, das war ja furchtbar. Ein Gedicht. Ach, guck mal hier. Ah, man sieht doch, was man übersehen hat. Okay, muss natürlich. So, jetzt nochmal. Okay, der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Das wird ja 100% für ein Rätsel sein. Dies ist der Schlüssel. Der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Türen zum Himmel nicht öffnen. Ja, gucken wir dann, wenn wir bei einem Rätsel sind, das irgendwie den Anschein macht, als hätte es irgendwas mit Planeten zu tun. Gut. Dann haben wir hier hinten nochmal so eine Turbodiskette. Entschuldigung, Mikrofilm. Die können wir zu dem anderen ins Atrium legen. Warte mal. Oh nee, ich dachte, hier liegt noch was. Hier ist ja ziemlich durchgewühlt, ne? Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Naja, es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Tja, das. Ah, oh, haha. Flintenmunition. Sehr gut. So, und hier. Auch alles langweilig. Ist es das schon? Das Fenster sehen Sie einen stockfinsteren Wald. Okay. Schön. Warte mal, hier feines. Ein leerer Bilderrahmen. Da ist doch ein Bild drin. Da ist doch ein Fluss, der sich durch den Wald schlängelt. Was sie? Falle ich aber gleich vom Glauben ab. Okay, das war sehr unspektakulär. Wir müssten halt diese Mikrofilme mal loswerden. Vor allem müssten wir diese Tür. Wo ist das denn? Da rechtzeitig sind so viele gelbe Türen, wo wir durch könnten potenziell. Warte mal. Abwärts? Nee, Moment mal. Moment mal. Das ist das Atrium. Durch die Leiter runter. Ist die Tür links aufgegangen, wo der Salatzombie kommt in dem Flur? Warte mal. Warte mal. Wir können im Atrium rechts lang. Dann gehen wir nach oben. Und da geht es ja auch noch abwärts. Ah, aber da ist der, der Wasserdampf, der da in den Flur sprüht. Aber wir sind gar nicht mehr oben auf den Balkon gegangen. Da sind Zombies. Ist da auch noch irgendwas Interessantes gewesen? Komm hier, kann sich irgendjemand erinnern? Weiß das irgendjemand? Ach komm, wir gucken uns. Wir gehen zum Pflanzenzombie, zum Salatzombie. Was soll's denn? Ich meine, er kommt ja erst auf dem Rückweg. Vielleicht können wir uns irgendwie, keine Ahnung, dran vorbei manövrieren. Ich rede das einfach schön. Wir werden auf jeden Fall vorher speichern. Wir legen den Mikrofilm zu seinem Kollegen ablegen. Das lege ich, glaube ich, auch ab. Ich lege jetzt alles hier ins Atrium. Das ist jetzt hier unsere Müllhalde. Wo habe ich denn eigentlich die kleine schwarze Statue hingelegt? Weiß das? Upsi. Erinnert sich jemand, wo ich... ja, Mensch. Naja gut, das ist ja... wir speichern erstmal. Speichern. Es ist sehr interessant, dieser Vergleich mit den alten Spielständen. Man sieht ja die Zahl, wie oft da gespeichert wurde, aber immer noch in der Halle. Also hier gibt es anscheinend noch viel Krimskrams. So. Also wir wissen ja schon, dass der Zombie-Kollege, der Salatzombie, der kommt hier erst auf dem Rückweg. Sobald wir uns umdrehen und raus wollen aus dem Flur, kommt der Kollege. Das bedeutet.
Ja, genau, da ist das Bad, da gibt es auch noch Sachen, da ist aber auch ein Zombie drin. Deswegen würde ich sagen... You stay here. Genau, du bleibst da. Ich gehe rein, ich hole das und dann verpiesel ich mich ganz schnell. Rebecca hat ein bisschen Platz im Inventar. Genau, so. So. So, und jetzt möchte ich bitte das Grünzeug. Genau, jetzt kommt der Zombie. Dran vorbei. Schnell. Oh Gott, ist nämlich auch ein Salatzombie. Wollen wir auf gar keinen Fall. Come on. Okay. So, und jetzt geht's hier hinten. Ah, guck mal, das ist nämlich keine Feuertür gewesen, das ist nämlich die Uhrtür. Okay. Gut, 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 gut. Das ist die zweite Uhrtür. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was da jetzt küt. Ah, ich höre Zombies. Oh, hier können wir die Mikrofilme benutzen. Ah, wie ärgerlich, dass wir die nicht mit haben. Oh, oh. Gib ihm. Seetoad. Die sind alle hinüber. Sehr schön. So, jetzt lass uns mal kurz. Aha, guck mal, Pistolenmunition. Das ist, finden wir sehr gut. Die nehmen wir mit. Wie viel Inventarplatz? Ja. Ja, puh. Ja, puh. Ist halt die Frage, können wir hier irgendwas lesen von dem Bums, der hier liegt? Nee, ne, das ist nicht am Leuchten. Und wir müssen irgendwie die Mikrofilme jetzt benutzen. Da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Okay, auf dem Rückweg kommt der Salatzombie. Ist es jetzt clever, zu versuchen, den zu töten? Oder stellen wir Billy hier ab? Oder nee, warte, wir machen es andersrum. Wir stellen Rebecca hier ab. Let's split up. Okay. Versuchen mit Billy einfach da durchzulaufen. Das Problem ist ja, der kann ja auch grapschen, der Salatzombie. Ist das klug? Ist das dumm? Es ist ja nicht... Ach, komm, wir machen es einfach. Billy, du musst jetzt einfach richtig flink sein. Denk an deine Highschool-Jahre als Running Back zurück. Du musst da jetzt richtig flott sein. So. Dran vorbei. Wunderbar. Haha. Easy. Gar kein Problem. Touchdown. Möchte man fast sagen. So. Dann legen wir nämlich hier den Granatwerfer ab. Der ist ja sowieso leer. Haben dadurch zwei Slots frei. Und da packen wir die Mikrofilme ein. Nein. Das ist kein Mikrofilm. Das ist ein Mikrofilm. Wunderbar. Und das ist ein Mikrofilm. Bin ich mal gespannt, wie die uns weiterhelfen, aber das wird sich schon irgendwie ergeben. Jetzt müssen wir erstmal wieder an dem Zombie vorbei, aber Billy hat ja gerade bewiesen, dass er das mit Bravour beherrscht. So, Billy. Einfach dran vorbei. Ach, guck mal, der ist ja super lahmarschig, der Typ. Meine Güte, gar keine Bedrohung. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Okay, Billy. Dann, ach guck mal, ist auch für zwei Slots exakt, dann haben wir ja schon alles. Hätten sie einen, ich habe Mikrofilme, ich habe sogar, wir fangen mal an mit A. Klick. Nee, wir legen noch Film Nummer 2 ein. Oh. Oh. Okay. Aha, ja gut, okay. So, die nehmen wir mit, die brauchen wir ja in dem Vorlesungsraum. Das haben wir jetzt als Dokument, das ist sehr gut, ich dachte schon, ich muss mir das merken. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von Mikrofilm A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. Okay, haben wir. So, dann würde ich sagen, wir bleiben gesplittet, das wären jetzt zwei heikle Manöver. Wir werden erst Billy versuchen hier rauszubringen. Und dann versuchen wir, Rebecca rauszubringen. Das heißt, volle Konzentration.
Okay, er hat seine Peitsche gemacht. Nein! Sterb. Okay, ja, wunderbar. Okay, perfekt. Einen kann man sich... Einer geht. Einer ist okay. Einer ist keiner. Zwei ist einer zu viel. Überhaupt gar kein Problem. So, damit ist Billy in Sicherheit. Ist die Frage, möchte ich jetzt... Ich kann nicht speichern, weil Billy die Dinger nicht mehr hat. Oh, Warnung. Obwohl Billy so viel HP hat. Oh Gott, wenn Rebecca von dem gegrapscht wird, ist glaube ich vorbei. Rebecca muss jetzt... hier, komm. Trainier nochmal. Ein bisschen links drehen. Ein bisschen rechts drehen. So, also ein paar Ankle-Breaker müssen da jetzt raus. Okay, alles klar. Mach die Peitsche. Alles klar. Ah, das ist schlecht. Rebecca wohnt jetzt in dem Raum, okay? Das ist, hey, da in, was weiß ich, in München, in Köln, da würdest du viel, viel bezahlen für so einen Raum. Der ist ja auch schon eingerichtet. Guck mal, hier schöne Wanddeko, mein Gott. Bilder von Leuten, die man nicht kennt. Ach komm, was soll's denn? Das ist halt so blöd, dass sie am Anfang getroffen wurde. Das ist alles so unglücklich. Ah, okay, das resettet den. Ja, starkes Ding, Rebecca. Oh mein Gott. Huh. Mal, ja, hier, ne? Mit Sternchen. Was sagen die AP? Ja, überhaupt gar kein Problem. Von wegen, Billy ist hier derjenige mit den... mit den dicken Lebenspunkten. So, auf jeden Fall wird gespeichert. Das ganz bestimmt wird hier jetzt gespeichert. Da haben wir einiges geschafft, Leute. Wir haben die Feuertür überprüft, aber wir haben immer noch den Schlüssel. Das heißt, eigentlich müsste es irgendwo noch eine Feuertür geben. Wir haben die Diskette für den Konferenzraum. Und das wird auch auf jeden Fall unser nächstes Ziel sein. Aber, deswegen speichere ich ja jetzt auch. Aber das machen wir es in der nächsten Folge. Das heißt, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Ausweichen von Salaten. Das mache ich auch im echten Leben so. Ich weiche Salaten sehr gekonnt aus. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es in den Konferenzraum. Das nächste Rätsel ist ja quasi, wir haben ja alles, was wir brauchen. Also, macht's gut. Wir sehen uns.